Ja, ich würde sagen, wir machen heute mal ein kleines Video über das Thema Elektrofahrzeug. Elektrofahrzeug ist ja ein Thema, das kommt immer, jetzt macht das Gebläse, das kommt immer mehr. Ja, Entschuldigung, unser i3 hier. Richtig, wir sitzen im BMW i3. In dem Fall ohne Range Extender, das heißt, wir haben circa 120, 130 Kilometer Reichweite. Hängt immer ein bisschen davon ab. Jetzt haben wir 2 Grad. Genau, wie viel Temperatur, was man für Verbraucher anhat. Und dann gibt es noch einen Mid-Range-Extender. Und Leistung haben wir. Da sagst du mal was dazu. Ja, Leistung ist gut. Mid-Range-Extender haben wir wie viel mehr Reichweite? Ja, der Range-Extender, wir haben ja auf YouTube schon einige Elektroautos getestet. Auf Seiten Schwabenchecker, Netcar Street Performance jetzt. Wir werden es bei beiden Kanälen reinstellen. Genau. Weil wir in Zukunft auch zusammen Location haben in Weiserstadt. Dürfte dann auch mal gern vorbeikommen. Wird richtig cool, ne? Ja, da folgen aber noch genaue Infos. Genau, ein schönes Video dazu. Richtig, wird wahrscheinlich ab Januar soweit sein, aber ihr werdet noch auf dem Laufenden gehalten. Ja, Thema Range Extender, der kommt ungefähr 120 Kilometer weit, ist ein 0,6 Liter Zweizylinder, der als Generator dient und nicht die Achse antreibt, also der nur lädt. Und ja, ist eine coole Geschichte, kostet aber ein Schweingeld. Der Motor, glaube ich, 4.000 oder 4.500 Euro. Extra, weißt, zum normalen extra, Preis. Okay. Ja, zum normalen Preis. Und ja, man ist halt dadurch ein bisschen flexibler, ne? Mit der Geschichte. Was ist momentan noch so auf dem aufstrebenden Markt? Ich meine, wir haben die Firma Tesla, die relativ gute Modelle macht, aber relativ auch teuer, sage ich mal, so dass es für den Normalsterblichen nicht kaufbar ist. Ich meine, du kennst dich ja ein bisschen aus. Was ist denn momentan, was sich auch ein normaler Durchschnittsbürger leisten könnte, was auch Reichweite hat, was auch was bringt? Also ja, also ich sag mal, wir arbeiten mit der Firma eFlat zusammen, also electrifyeflat.com, also in E geschrieben, nicht I, eFlat. Wir fahren sehr viel Zoe. Zoe ist für mich immer noch ein sehr rundes Elektrofahrzeug, vom Preis her relativ gut, ohne Akkukauf und eine anständige Reichweite. Ja, knapp 300 Kilometer jetzt im Winter, so 250. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal Werbung. Was kostet sowas? Kann man sowas leasen? Kann man sowas kaufen? Ja, Leasing kostet der 289 Euro, das Zoe, inklusive Akku. Und das Geile ist halt, man kann es monatlich kündigen. Man bindet sich nicht an das Leasing und man kann wirklich sagen, hey, ich teste das mal 2, 3, 4 Monate. Wenn ich keinen Bock mehr habe, kündige ich, gebe es wieder ab. Und das ist halt cool. Thema mit der Reichweite, das hast du gerade erwähnt. Wie weit kommt man damit? Ja, jetzt im Moment bei 0 minus 5 Grad kommst du so ungefähr 250 Kilometer weit. Und das ist schon für den Alltag wirklich lang. Gut, ist schon mal eine Option, ja. Also ich fahre das Ding eine Woche ohne zu laden. Ja. Der ist halt, jetzt sage ich mal, im Winter bei 100 Kilometer, 90 bis 100. Reicht auch aus für 1, 2 Tage, aber ja, man muss halt ein bisschen mehr planen. Gut, das Audi macht dann schon mehr. Ja. Also wie schon gesagt, wenn ihr Interesse habt, Elektroauto, in dem Fall der Ansprechpartner der Mario. Ja. Die Preise habt ihr gerade gehört. Ja. Mach du weiter, alles gut? Nö, ich wollte nur sagen, Hyundai Ioniq ist ganz gut. Ist auch gut für die Autobahn, weil er einen relativ guten CW-Wert hat, was auch Verbrauch angeht. Ja, gefahren bin ich jetzt schon den neuen EQC von Mercedes. So mal eine ganz coole Kiste, aber man merkt halt, dass sie halt ein GLC umgebaut haben auf Elektro. Aber es ist ein Anfang. Ja, ja. Definitiv. Demnächst kriegen wir den neuen e-tron von Audi. Da bin ich auch mal gespannt. Da bin ich mal richtig gespannt auf das Monster. Mit seinen, wir hoffen mal, 400 Kilometer. Das wäre gut, ja. Ja, ansonsten Nissan Leaf ganz gut. Gute Geschichte auch mit dem e-Pedal, ja. Man muss fast nicht mehr selber bremsen. Gute Karre, ja, und was kommt? Neue Zoe soll ja kommen Ende nächstes Jahr. Der i3 gibt es ja jetzt schon mit einem stärkeren Akku. Ja, den werden wir uns noch holen. Ich schätze mal, dann kommt man auch so. Ja, da haben wir zwischen 200, 250 Kilometer. Ja, das ist schon mal was, ne? Das ist schon wirklich was, weil ich finde es irgendwie schon ein cooles Auto. Also mir gefällt er. So am Anfang dachte ich, bluh. Das einzige Thema ist halt ein bisschen der Preis, finde ich. Das wäre gerade meine nächste Thematik. Was ist momentan bezahlbar, wenn man es neu anschaffen muss? Gibt es Elektroautos, die liegen irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Euro? Das sag ich mal 20.000 Euro. Gibt es das auf dem Markt? Weil VW möchte ja sowas auf den Markt bringen. Was kostet ein Zoe neu? Was kostet der Nissan Leaf? Wo liegen die preislich? Ja, muss ich jetzt überlegen. Der Zoe liegt bei knapp 27.000 Euro. Okay, also ohne, bezahlbar. Für ein Elektroauto, ja, genau, aber bezahlbar. Ohne Akku.
Okay. Der Akku kostet 8.500 Latschen. Extra. Extra. Wenn man es möchte, aber ich würde erstmal leasen für 60 oder 90 Euro, je nachdem, welche Kilometerleistung ich mache. Und kann den dann immer nur kaufen. Ja. Okay, das heißt, ich habe da die Option, entweder ich kaufe das für 8.500, ja, oder ich bezahle monatlich 60, 70 oder 60 genau, bis 80 Euro, ja, genau, und kriege dann diesen Akku, habe aber auch, wenn irgendwas kaputt geht, was man ja, worum man ja nicht ausgeht, dann kriege ich Ersatz, dann kriege ich genau, was Neues. Genau. Und wenn ich kaufe und ich bin nachher aus meiner Gewährleistung halt nicht. Ne? Ja, genau. Okay. Genau, genau. Das ist auch mal gut zu wissen. Wie macht es die Nissan zum Beispiel mit dem Leaf? Ist da der Akku dabei? Ja, bei den anderen Autos sind die Akkus dabei. Ob es der Leaf ist oder der Ioniq ist, da sind die Akkus mit integriert. Und beim Ioniq gibt es 3 Ausstattungsvarianten. Ich habe die jetzt nicht mehr genau im Kopf, da müsste ich auch selber jetzt gerade noch das Video angucken von uns. Wir haben so getestet, E-Golf, Ioniq, ja, Leaf, i3, Model X. Okay, das ist natürlich schon wieder eine andere Geschichte. Andere Geschichte, ja. Geiles Auto, geile Technik. Coole Reichweite, aber was man jetzt unbedingt braucht. Ja, also für das Auto mit nur 30.000. Musik. Ja. Ja, wie schon gesagt, Mario hat es gerade angesprochen, wir liegen bei diesem Model X oder Model S, wie heißt es? Model X heißt Model er? Model X, ja. Liegen wir bei 130.000 oder 140.000 Euro. Mit Ausstattung, ja. Das ist schon enorm, ja. Man, ich Geld, definitiv. Noch diese Supercharger auf lebenslang, ja, also. Das war so bis, ich meine, Herbst dieses Jahr, haben sie es, glaube ich, abgeschafft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mit diesen Codes konnte man sich da bewerben oder hat man welche freigeben können. Und aber schon die Technik ist cool. Ja, also. Was mir immer mehr auffällt, wenn man dieses Thema so mitgeht und auch mal ein bisschen schaut, es gibt auch immer mehr Ladestationen. Ja? Ich kenne teilweise sogar Dorfgemeinden, wo auf dem Rathausplatz, auf dem Parkplatz, hat es Ladestationen. Ja. Ja, also das heißt, sie kümmern sich da schon drum, dass das Netz vergrößert wird, dass es auch, sage ich mal, flächendeckend ist. Mhm. Die müssen da auch was tun. Jetzt natürlich kann man wieder die Seite sehen. Ich hasse Elektroautos, ich mag Elektroautos. Klar. Das ist immer noch ein, es gibt ein so oder so, ja. Gut, die Frage ist, wo geht's hin? Ja, ist natürlich für Leute, die in großen Häusern wohnen, wo zur Miete sind, wo nicht zu Hause laden können, immer noch schwierig, ja, da eine Möglichkeit zu finden, ja. Außer ich kann im Geschäft laden, das kommt immer mehr. Oder ich kann jetzt bei A... laden oder beim Kauf... wo immer mehr Ladestationen dazu kommen. Was noch dazu, ja, kommt, es soll für 19 ein Gesetz kommen bezüglich für Gewerbetreibende, Thema mit dem Finanzamt, mit der Besteuerung, dass diese Fahrzeuge nur noch zu 0,5 oder gar zu 0% versteuert, also ja, quasi die Regelung, ne? Die Steuerregelung für die Belastung vom Fahrzeug, sei mal ganz so, wenn jetzt jemand aktuell momentan wegen mir 50.000 Euro Auto fährt und dann muss das für 1% versteuern, das würde dann halbiert oder vielleicht sogar wegfahren. Ich bin der Meinung, das ist noch nicht durch, aber es ist definitiv geplant. Es wäre natürlich auch ein Anreiz, um das zu vergrößern. Deswegen müssen wir natürlich ausschauen, was können wir da anbieten, sei es Felgen, sei es Fahrwerkstechnik, weil es einfach so sein wird, dass so langsam der Markt einfach mit diesen Autos voller wird. Also ich muss gestehen, ich war nie ein Elektroauto-Fan. Ich, ja, bin auch immer nur ein PS-Freak, wie du auch. Ja. Sind wir durch und durch. Hier Sound, ja, schnell. Aber für den Alltag. Ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, durch unsere Firma im Geschäft zu laden. Ja, ich bin da flexibel. Ja. Ja. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich fahre nichts anderes mehr. Meine Rennsemmel, ja, die steht eigentlich seit 2 Wochen zu Hause rum. Ja. Weil die Kurzstrecken, ich habe 1 Kilometer ins Geschäft, für was soll ich mir mein Auto anschmeißen? Ja. Das wird nicht warm, ja. Verbläst dann dadurch immer mehr Abgase raus, wie das, bis er warm ist, ja. Und da fahre ich noch Elektroauto. Ich mache das Ding an, das Ding ist warm und ich kann theoretisch Vollgas geben. Ja. Vor allen Dingen, es fehlt einem nichts. Wenn man jetzt, ja, im Alltag ins Geschäft fährt, einkaufen fährt, es ist jetzt nichts, was einem fehlt, weil man kann auch zügig fahren, in Anführungszeichen. Ja, guck mal. Aber halt so das Thema, ja, das ist... Das Ding ist schon der krank. E3 geht richtig gut, aber das, ja, Thema ist halt, man hat wirklich keinen Sound. Das ist, ja, emotionsloses Fahren. Was heißt emotionslos? Ja. Auch falsch. Die Kraft, das ist schon Emotion. Das ist, es ist mehr Emotion wie bei anderen Autos teilweise, aber es fehlt halt einfach was, weil man es nicht kennt. Richtig. Oder noch nicht richtig kennt. Und da kann man es einfach mal testen bei E-Flat. Ihr könnt ja mal vorbeikommen und 2-3 Tage so ein Auto mitnehmen. Ja, das kostet 99 Euro. Ein Tag kostet nichts. Da könnt ihr das einfach auch mal testen, wie entspannt und wie ruhig eigentlich Elektrofahren ist. Ja. Einfach mal nur, damit man es testen kann, dass man mal mitsprechen kann. Ja, ja, definitiv. Ja. Ja, so ist das. Ja, wie schon gesagt, Mario hat es gerade angedeutet. Kommt mal vorbei. Wie schon gesagt, wir werden hier noch Details preisgeben.
leiht euch mal so ein Fahrzeug aus, ja. Schaut es euch mal an, schreibt mal in die Kommentare, sei es bei Mario in dem Fall, Schwabenchecker oder mir, was haltet ihr davon, was haltet ihr von diesen... Kastil-Performance nicht vergessen. Genau, von diesen Elektrofahrzeugen. Ja. Vorteile, Nachteile, was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut? Einfach mal, dass wir auch mal wissen, wie ihr dazu steht. Vielleicht können wir es dann ein bisschen besser einschätzen, wie der Markt auf uns zukommen wird, weil natürlich ist es eine Thematik, was kann man machen, gibt es genügend Hardware, sage ich mal ganz vorsichtig dafür, weil es ja doch ein Markt ist, der noch nicht so breit gefächert ist. Aber wenn wir gerade vom Markt reden, hier da sehen wir wieder ein E3 auf der rechten Seite. Ja, das Thema noch mit der Vernetzung, mit der Ladestation, das ist natürlich schon ein Thema, das auf dem Land schon noch einiges fehlt. Ja. Ja. Das bemängel ich selber auch, zum Beispiel in Walderstadt. Zum Thema Ladestation nochmal, wir müssen kurz telefonisch unterbrechen. Ja, das ist das Problem, haben wir in Walderstadt. Wir haben in Walderstadt eigentlich nur eine, die ist beim Autohaus Weber. Ja. Und ansonsten gibt es keine Ladestation, ja, und die Kommunen, die kümmern sich da nicht drum. Und eigentlich finde ich es cool, wenn man sowas auf dem Land, auf dem Dorf macht. Schöner Focus RS, ne? Ja. Haben wir gerade aus unserer Werkstatt bei der Elektromobilität. Weil man zieht ja auch Leute ran, ja, man zieht Touristen an, wenn die kommen und sehen, ah, hier in Walderstadt, das ist eine Keplerstadt, ja, da gibt es Ladestationen, da hänge ich das Auto eine Stunde, anderthalb dran, die Leute kommen, gehen raus, gehen Kaffee trinken, gehen was einkaufen, die Geschäfte verdienen Geld, etc. Und, ist so, ja. Ja. Ist auf jeden Fall mal wirklich ein interessantes Thema, wo es hingeht. Ja. Gerade das Thema mit dem aktuell, mit das in Anführungszeichen Dieselskandalgeschichte, mit dem Thema, dass der Staat natürlich da auch gerade ein bisschen, sag ich mal, wenn man ehrlich ist, drauf drückt. Ja. Traurigerweise ist es so ein bisschen. Das ist leider so. Ja. Mein Porsche stellte Dieselgeschichte ein. Unglaublich. Da wird natürlich dann fokussiert auf Hybrid, auf Elektro und auf den üblichen Verbrennungsautomotor in dem Fall. Und da sind wir mal gespannt, wo die Reise eigentlich überhaupt hingeht, weil einige Hersteller können das Spagat schon, die haben schon Akkureichweite. Aber flächendeckend ist das Problem ja auch noch nicht geklärt. Also aktuell gibt es ja kein Auto auf dem Markt, das 700, 800, 900 Kilometer kann, ohne zu laden, soweit ich weiß. Richtig. Und da muss Deutschland, also die deutschen Hersteller, dran arbeiten. Ja, richtig dringend. Dran arbeiten. Ja, also das hat Renault oder so mit dem Zoe schon wirklich stark gemacht. Oder Nissan Leaf, ja, die haben da schon richtig Gas gegeben. Ne? Müssen wir einen Parkplatz finden? Warte kurz, da kommt einer. Und ja, ne? Ja, ja, jetzt würde ich sagen, wir gehen mal kurz shoppen und dann sehen wir uns wieder. Haut rein. Nächsten Video. Ciao. Bis bald. Ciao.